ihr erster eigener Stand auf dem Jahrmarkt. Entschuldigung, könnt ihr ein bisschen, dass ich reingucken kann? Da, die Richtung, da lang. Ja, das Einzige, was wir haben, sterben wir alleine, ne? Also, wir müssen hier schon zusammenhalten. Langsam! Und alles neben dem LKW-Führerschein. Also, erste Fahrstunde war ein Traum. Da habe ich, glaube ich, ungefähr 8-mal den Kannstein mitgenommen. Bitte schön, wer bekommt denn noch? Ich weiß gar nicht, wer zuerst dran ist. Als Einzige wagt Lydia auf dem Bremer Freimarkt eine Vegan-Premiere. Ich versuche hier wirklich, jeden bis auf den letzten Drücker noch mitzunehmen. Wäre natürlich schade, wenn irgendwer hungrig nach Hause gehen muss. Der kleine Bremer Freimarkt. Morgens 9:30. So, Michael, wie schaut's denn aus? Ja. Wir brauchen noch 5 Minuten. Ja, wäre nur schön gewesen, wenn das vor heute fertig gewesen wäre. Echt. Lydia Bökers Zeitplan wankt. Eine Wasserhahnreparatur hat sich spontan zur Großbaustelle entwickelt. Da wird jetzt gerade auch noch rumgebastelt. Ja, war auch ein bisschen anders geplant, aber naja, jetzt ist so, wie es ist. Kann man jetzt nicht ändern. Und das knapp 30 Minuten vor Öffnung. Lydia ist das erste Mal dabei auf dem Freimarkt. Rund 1000 Schausteller haben sich beworben. Gerade mal 300 hat eine Jury ausgewählt. Lydia bietet ausschließlich vegane Snacks an. Als Einzige hier. Blumenkohl, genau. Komm nach hinten. Ein Traum. Ja, ich darf jetzt hier das allererste Mal aufbauen. Ich habe mich, glaube ich, das erste Mal beworben. Da war ich 19. Das ist mittlerweile 5 Jahre her. Also das ist, seitdem sind 5 Bewerbungen immer reingegangen, bis ich jetzt Platz gekriegt habe. Und auch jetzt, muss ich ehrlich zugeben, habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, weil ich im Nachrückerverfahren reingekommen bin. Ich schaue noch mal nach, wie weit die jetzt sind. Ach, Michael. Ja, wir schrauben so fest. Okay. Ja, weil eigentlich wollte ich in 20 Minuten auch gerne hoch haben, aber ich muss ja noch ein bisschen vorbereiten. Ja. Aber da fehlte was und das mussten die bestellen. Ja, ist ja okay, aber der Wasserhahn, der ging jetzt auch noch sonst ein paar Tage. Okay, haben wir Gas schon auf? Platz für diese? Ich glaube nicht. Okay, gut, dann machen wir schon mal Gas auf, dann können wir wenigstens schon mal die Sachen machen. Der Imbiss gehört Lydias Mutter. Mit angepackt hat Lydia, seitdem sie 16 ist. Heute ist ihr erster Tag als Chefin. Alles klar. Danke. Ein holpriger Start. Angespannt ein bisschen, weil ich natürlich will, dass auch alles super funktioniert und ich so eine leicht perfektionistische Ader habe. Und wenn das dann nicht hundertprozentig so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, dann bin ich nicht ganz zufrieden. Kurz vor 10. Zur Eröffnung hatten sie und ihre Aushilfe Angelina auf Sonnenschein gehofft. Stattdessen eine Schlechtwetterfront. Guckst du mal einmal nach den Champignon, bitte? Immerhin, Lydia kann trotz der ungeplanten Reparatur pünktlich öffnen. Ihre Spezialität? Gemüse in veganer Teighülle. Sie vermutet allerdings, dass ihr Publikumsrenner ein anderer sein wird. Von den Süßkartoffelpommes zum Beispiel gehe ich von aus, dass ich so um die 10, 15 Kilo verkaufe heute. Hoffe ich zumindest. Hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Wetter zusammen. Auf der anderen Seite des Marktplatzes steht Lydias Mutter Bettina mit ihrem Bratwurststand. Sie kommt vorbei für eine erste Standabnahme. Hab's ja sehr schön ausgepackt, muss ich sagen. Immer lächeln, ne? Nein, alles gut. Ja, ich finde das auch mit dem Backofen gut gelöst. Ja, finde ich jetzt auch schön. Viel besser so. Und sonst hast du alles da, Personal und alles gut. Schalen, Kleingeld, Wechselgeld. Ich bin ganz gut ausgestattet. Ja, prima. Natürlich, das erste Mal ist man immer besonders aufgeregt. Da gibt's immer noch den ersten Tag das eine oder andere, was noch vervollständigt werden kann, verändert werden könnte. Beispielsweise hatte ich meiner Tochter gerade auch erklärt, immer zweimal am Tag mindestens geht man als Betreiber raus und guckt sich sein Geschäft von außen mit den Augen des Kunden an. Weil erst dann stellt man nämlich manche Sachen fest, die man von drin nicht so merkt. Aber sie macht das ganz toll und klar, den ersten Tag ist man ein bisschen aufgeregt. Tschüss, Mama. Bettina Robran-Böker ist Schaustellerin in dritter Generation. Als Chefin des größten Bratwurststandes am Platz steht sie mit am Grill. Jeden Tag. Na, alles okay? Anpacken und zusammenhalten. Das sei das Geheimrezept ihrer Schaustellerfamilie. Ich glaube tatsächlich, dass sie da sehr gut aufgestellt ist mit dem, was sie tut. Also der Ehrgeiz ist wichtig und vor allen Dingen auch, ja gut, Improvisation ist auch einer der Hauptmerkmale, was wir in unserem Job können müssen. Also da ist kein Tag wie der andere.
Bitte schön. Bei Ihnen 4,50. Sie wollten ja nicht als Curry, ne? Dankeschön. Bekommen Sie auch etwas? Okay, Sie gucken erstmal. Kundenflaute bei Lydias veganen Imbiss. Ja, genau. Ich gucke natürlich schon, wie es bei den anderen läuft. Und jetzt vielleicht nicht unbedingt mit der Frage im Hinterkopf, warum läuft es bei mir nicht? Weil ich weiß, warum es bei mir nicht läuft. Ich stehe relativ weit hinten. Bis die Leute hier rumlaufen, brauchst du mal ein bisschen. Und jetzt gerade spielt natürlich die Hauptmusik am Roland, weil da jetzt auch gleich die feierliche Eröffnung losgeht. Vor knapp 1000 Jahren wurde der Bremer Freimarkt erstmals eröffnet. Der bremische Ausruf Ischer Freimark, also ist ja Freimarkt, gilt unter Bremern als eine Art Universalentschuldigung, einfach mal Spaß zu haben. Leerlauf derweil bei Lydia. Gut 700 Euro Standmiete hat sie vorgestreckt, aus Erspartem. Hinzu kommen Personal- und Warenausgaben. Kostendruck, den ihr niemand ansehen soll. Es gibt ja dieses eine Lied, das heißt Smile. Und da singt ja Sänger, lächel, auch wenn der Regen fällt, lächel, auch wenn es dir gerade nicht gut geht, lächel einfach und mach einfach weiter. Und das ist so ein Lied, das habe ich schon ganz, ganz früher immer gehört, weil das wurde mir als Kind schon immer vorgespielt. Und da, das hat man auch so ein bisschen verinnerlicht. Weil unterm Strich möchten die Leute auf dem Jahrmarkt keine traurigen Gesichter sehen. Die möchten gerne Spaß und Freude haben. Und da brauche ich jetzt nicht hier schlechte Stimmung verbreiten. So, bitteschön. Einmal Bolognese. Lydia studiert Betriebswirtschaftslehre und steht kurz vor ihrem Masterabschluss. Ob es sich als Imbisschefin rechnet für sie, soll der Freimarkt zeigen. So. Kurze Pause. Lydia ist nach einer Portion Zuspruch. Auch hierfür ist Mama Bettina ihre erste Anlaufstelle. Moin. Und wie schaut's aus? Ja. Ja. Und ihr auch? Langsam. Hoffnung steht noch. Haben wir schon ein paar von unseren Fans gefunden? Ja, ein paar schon. So, ein wie erste Bauernbratwurst. Bitte schön, Tonalität. 5 Euro macht ihr. Lydia muss sich noch einführen. Und da ist man ja auch dann auch am Anfang leicht mal so ein bisschen, wo man denkt, sie sehen mich gar nicht, aber da sind wir sehr siegessicher. Und das weiß auch, ist auch unsere Erfahrung. Mit Anlaufschwierigkeiten startet Lydia in das Abendgeschäft. Und auch nach Einbruch der Dunkelheit bleibt alles beim Alten. Moin! Vorerst zumindest. Können wir auch demnächst gleich irgendwann langsam anfangen mit sauber machen, dass wir auch. Ja. Ist ja nicht zu schnell anfangen, aber schon mal so ein bisschen grob vielleicht die Soßen umfüllen. Schon mal ein bisschen alles abwischen. Genau. Bist du in Ihren Lappen? Ja. Doch dann, eine Stunde vor Schluss. Moin. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Eine große oder eine kleine Portion? Alles klar, vielen Dank. So, wann macht ihr zu? Wie bitte? Wann macht ihr zu? Ja, um 9 Uhr. Ja, genau. Willst du noch eine Portion? Dankeschön. Soße gibt es auch sehr gerne nach, wenn es nicht reicht. Guten Appetit. Ist der Boiler denn an? Das weiß ich nicht. Hast du die nicht schon längst ausgemacht? Nee, ich habe sie gerade wieder angemacht, weil jetzt irgendwie plötzlich ja doch ein bisschen Champignon lief. Guten Appetit! Wir sind hier so rumgebummelt und ich dachte, ja, genau, ein bisschen Gemüse ist gut. Ja, sehr lecker. Es gibt ja auch den Trick zu gucken, was in den Mülleimern liegt. Und wenn der schon voll ist, dann lieber nicht an den Stand. Nein, super. Also ich brauchte gar nicht gucken, weil das roch gleich so lecker. Da habe ich gleich zugeschlagen. Also sie hat direkt von da hinten gesehen, dass da ein Schild hängt mit Blumenkohl. Hat noch cool Gemüse. Genau. Und dann sind wir direkt her. Was ist das? Das sind Backkartoffeln. Ist das vegetarisch? Ja, das ist alles vegetarisch. Ich versuche hier wirklich jeden bis auf den letzten Drücker noch mitzunehmen. Wäre natürlich schade, wenn irgendwer hungrig nach Hause gehen muss. Vor allem, wenn ich hier alles noch habe. Bitte schön. Soße gibt's auch gerne nach, wenn es nicht reicht, ja? Gerne. Dankeschön. Okay, dann schauen wir mal, was wir noch über haben. Zeit für die abendliche Kühlwageninventur. Lydia muss gucken, was sie für den nächsten Tag nachbestellen muss. Sie hatte gehofft, dass der Kühlwagen möglichst leer ist. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 8,
gemacht. Also 10 bis 15 Kilo hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dass das heute schön wäre, wenn das weggehen würde. Habe ich absolut nicht geschafft, habe ich ein bisschen verpeilt, aber ist in Ordnung. Ich bin jetzt, glaube ich, mit einer Tüte rausgegangen. 2,5 verkaufte Kilo statt 15. Ein bitteres Premierenfazit. Das ist schon mal fertig. 2, 4, 6, 8, 30. Viel Zeit für Enttäuschung bleibt nicht. Dann packen wir hier gleich noch eben schnell die Soßen in eine Kühlung und dann können wir auch gehen. Lydia muss direkt weiter. Los geht's. Zum großen Freimarkt. Wir müssen jetzt einmal zur Bürgerweide. Da geht's dann gleich für mich weiter. Das ist nicht weit weg. Also wenn der Taxifahrer nicht ganz dolle Umwege fährt, dauert es eigentlich nur so 5 bis 8 Minuten höchstens. Lydias Ziel, der Autoscooter von Papa Ralf. Wir möchten einmal zur Bürgerweide, am besten Ausgang Halle 7. Halle 7, okay. Ja. Ich werde dann da noch gucken, ob ich irgendwie helfen kann, ob ich vielleicht jemanden ablösen muss, ob jemand noch mal was essen möchte. Vielleicht muss auch noch mal der Hund raus. Mal schauen, was jetzt so auf mich zukommt. Ja, hier eben anhalten, bitte. Während des Freimarkts schläft Lydia auf der Bürgerweide. Zusammen mit ihrer Familie. In Wohnwagen. Oh, ist das eklig. Jahrmarkt rund um die Uhr. Schausteller sein, das ist schon so eine Lebenseinstellung. Das ist eine Grundeinstellung, die man hat, mit der man vielleicht auch aufwächst. Hi. Ich gehöre hier zu. Lass mich eben rein. Dankeschön. Die leuchtenden Lichter zu sehen und die Gerüche. Und das ist etwas, das sich für mich immer wie zu Hause anfühlt. Entlang der privaten Schaustellerwohnwagen führt ein Schleichweg zum familieneigenen Autoscooter und zu Papa Ralf. Hi, meine Nase. Hallihallo. Hallo, Linilein. Komm gerade raus. Geht das? So? Kommt rein. Okay. Hi, alles gut? Ja, es läuft. Ja. Soll ich ihn mal eben ablösen oder ist okay? Ja, ein paar Minuten noch. Oder musst du dich jetzt selber umziehen oder was machst du? Nö, alles gut, ich bleib ja so. Kein Problem. Du müsstest einfach raus noch. Ja, kein Ding. Hab ich mir fast gedacht. Wie war es in der Stadt? Nicht doll, aber super. Ja, volle Pulle. Auch Lydias Vater Ralf Böker kommt aus einer Schaustellerfamilie. Seit 22 Jahren hält er die Stellung am Autoscooter. Als Kind hat Lydia viel Zeit verbracht in dem Kassenhäuschen. Ja. Ich finde Wein lecker. Ich bin sofort wieder da, okay? Jo, kein Stress. Lydia ist die älteste von 3 Töchtern. Auch wenn sie selbst schon 12 Stunden im Einsatz ist, ist es ihr wichtig, ihre Eltern zu entlassen. Entschuldigung, könnt ihr ein bisschen, dass ich reingucken kann? Da, die Richtung, da lang. Dankeschön. Wenn wir alles einzigen, wir wären, sterben wir alleine. Ne? Also wir müssen hier schon zusammenhalten, weil wir haben hier 3 Betriebe laufen im Moment. Und da müssen wir alle mit anpacken. Archivaufnahmen vom Freimarkt aus dem Jahr 1956. Es ist die Zeit, in der auch Lydias Familie beginnt, sich einen Namen zu machen auf dem Bremer Rummel. Anfangs boomen sogenannte Rundfahrgeschäfte. Mitte der 1960er Jahre entwickelt sich der Autoscooter zum Publikumsmagnet. Und das ist er geblieben. Bis heute. Wer das Familiengeschäft in die 4. Generation führt, ist noch ungewiss. Meine Frau und ich auch, wir waren da ganz offen. Und wenn unsere Kinder was anderes machen wollen, unsere Mittlere zum Beispiel studiert Architektur in Aachen, ne, muss ihnen Wurzeln geben und Flügel, ne, das ist nun mal so. Und ich freue mich, dass Lydia wieder da ist. Sie hat ja auch 2 Studiengänge schon hinter sich. Ja, und jetzt ist es eben, wie es soll. Mal gucken. Mit der letzten Runde endet Lydias Tag. Weit nach Mitternacht. Hey, langsam! Sag mal. Ankuppeln, 3. Versuch. Handbremse mal los. Hab ich. Geht nicht. Der Knopf muss aus sein. Ja, das sehe ich wohl, aber das macht er nicht. Der Hebel für die Feststellbremse sitzt fest. Fahrlehrer Kalle Frintrop muss nachhelfen. Jetzt hat er's. So. Lydia! Ist nicht meine Schuld. Montagmorgen. Ist nicht meine Schuld. Ist nicht dein Tag, genau. Yo!
Zufrieden? Mega. Siehste. Es ist 9 Uhr morgens. In einer Stunde öffnet der kleine Freimarkt. Und ausgerechnet heute plant Fahrlehrer Kalle eine Premiere. Rückwärts rangieren. Mit Anhänger. Schwerpunkt haben wir heute nochmal ein bisschen Straße fahren, nochmal ein bisschen Autobahn mit dem Anhänger. Und dann werden wir nachher ins Gewerbegebiet fahren und da dann die Grundvoraufgabe machen, dass wir erstmal rückwärts schieben und dann gleich in Verbindung, wenn sie es hinkriegt, um die Ecke mit dem Riesending. Ja. Wenn sie es dann hinkriegt. Wenn sie es dann hinkriegt, ne? Denn Lydia möchte ihren Imbiss künftig selber ziehen können. Und das geht nur mit Führerschein für LKW und Anhänger. Und am Ende wollen wir links sein. Knapp 18 Meter misst der Fahrschul-LKW samt Anhänger. Und danach dann nochmal kontrollieren, ne? Die erste Fahrstunde war ein Traum. Da habe ich, glaube ich, ungefähr 8-mal den Kannstein mitgenommen. Also die Abmessungen sind natürlich ganz, ganz anders als in einem Auto. Die mögen alle nicht über eine Linie fahren. Ist so. Immer lieber über eine Linie als über einen Bordstein, ne? Mittlerweile kann ich das ja auch. Bisschen. Links, genau. Und weiter. Oh. Ja. Zu viel Platz. Aber war doch Platz. Ja. Gefühlt so. Ja, war, also. Aber war Platz. Platz ist Platz. Knapp 25 Veranstaltungen fahren Lydias Eltern an pro Jahr. Ich habe da ein kleines Problem mit, mich von anderen Leuten abhängig zu machen. Und möchte natürlich auch nicht ewig, auch wenn meine Eltern das Leben gern für mich machen, möchte ich natürlich auch nicht ewig damit einspannen. Und mitbremsen. So. Den lässt du kommen, den lass kommen, der ist zu schnell. So. So, und stieg schon auf, komm. Ja, nach dem jetzt. Und raus. Rechts gucken und reinlenken, komm. Und rum, 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 rum. Und rauslaufen lassen, dass du außen bleibst. Und denk dran, beim Rausfahren, Geschwindigkeit. Wie viel? Schrittgeschwindigkeit. Richtig, Blinker rechts. Die Schaustellerfamilie hat 3 eigene LKW. 2 ziehen den Autoscooter, einer die Imbissgeschäfte. Lydia möchte auch als Fahrerin unterstützen. Aber dafür muss sie rückwärts rangieren können. So, und dann fahren wir Richtung Oldenburg. Alles klar. Großer Freimarkt. Tag 5. Auch Lydias Großeltern haben ihren eigenen Stand und müssen ihn pünktlich eröffnen. Eben mal das Licht anschalten, dass wir hier mal ein bisschen was sehen können. Vor 4 Jahren ist Ralf Böker in die Mandelbude seiner Frau Petra mit eingestiegen. Vorher hatte er ein eigenes Fahrgeschäft. Mirek, geh du mal da hinten hin, bitte. So, und jetzt, Achtung! Ziehen, 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 ziehen! Gut. Nee, das ist ja immer das Gleiche in dem Moment. Meine Frau hat mir das alles beigebracht, also kann ich es auch. Meine Eltern, die haben ja eine Luftschaukel gehabt. Nicht? Und ein kleines Kettenkarussell haben die gehabt. Und eine Schießbude. Und so hat sich das alles langsam entwickelt. Und nachher haben wir das Karussell gekauft. Das Karussell, was da drüben steht, das war mal meins. Das habe ich 25 Jahre habe ich das bearbeitet. 55, Entschuldigung. 55 Jahre. Ne? Jetzt kümmert er sich um Liebesäpfel, Mandeln und um seine Frau. Eine Entscheidung aus Liebe. Die Liebe? Och, die Liebe kam 2069. Aber wir sind 2 Jahre vorher zusammen gewesen. 1969, 1900. 1900, ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, 1969. Das wäre ja was. Entschuldigung. Ich bin 55 Jahre verheiratet. Petra ist knapp 80, Ralf 76. In der Mandelbude ist das Paar zusammengerückt, um einander besser unterstützen zu können. Nicht immer konfliktfrei auf so engem Raum. Aber beide möchten weiterarbeiten. Solange es eben geht. Ich bin mit Leib und Seele dabei. Meine Urgroßeltern sind noch mit Pferd, mit einem großen Wohnwagen und einem Pferd davor gefahren. Ne? Also das ist schon Erinnerung und die will man auch gerne weitergeben. Ne? Häufig finden Schausteller untereinander als Paare zusammen. Die langen Tage in den Buden, immerzu auf der Reise sein und das Leben im Wohnwagen. Schausteller-Alltag ist hart.
Entsprechend besorgt beobachten die Großeltern die ersten Schritte von Enkeltochter Lydia. So, machen wir das doch nochmal. Es ist natürlich jetzt für ihr sehr anstrengend. Ne? Und ich bin gestern Abend mal eben beim Skoda gewesen. Da saß sie um 9:30 schon wieder an der Skoda-Kasse. Also für ihr ist das wirklich. Ne? So, die Äpfel dauern noch einen kleinen Augenblick. Und vorziehen. Noch nicht einlenken, Lydia. So, und jetzt gehst du rum. Genau. Es ist kurz vor 10. Die Imbisseröffnung muss Lydia heute zwei Aushilfen überlassen. Immer schön links an der Linie. Mach dich ruhig breit. Zeig dich. Natürlich ist manchmal, dass man sich überlegt, ja, läuft das da jetzt so? Haben sie die Pfanne angekriegt? Die ist manchmal ein bisschen tricky. Kriege ich sonst vielleicht gleich einen Anruf, dass ich hinkommen muss, weil es irgendwie doch nicht läuft? Aber eigentlich versuche ich schon hier im Moment zu bleiben und zu gucken, dass ich hier alles so gut wie möglich mache. Denk gleich dran, dass du langsame Lenkbewegungen machst, weil du überall parkende Fahrzeuge hast. Ne? Ja. Das ist natürlich jetzt etwas blöd hier. Okay, Handbremse, Gang raus. Ja. Scheibe runter. Rückwärts Rangierpremiere im LKW mit Anhänger. Wir fangen jetzt mal in kleinen Schritten an. Das heißt, der erste Step ist jetzt erstmal für dich. Gucken, wie der Anhänger läuft, wenn du nach links rechts, nach rechts lenkst. Ich habe hinten so ein bisschen das mit im Auge. Ja. Das heißt, ich laufe so ein bisschen mit, um dann hinten auch mit abzusichern. Aber du fährst selbstständig alleine. Und Ziel ist es erst einmal, den Anhänger in den anderen Fahrstreifen rüber zu bekommen. Okay. Genau, lenk schon mal ein bisschen nach links, dass der nach rechts rüber geht, der Anhänger. Und rechten Spiegel. Und lenk rüber nach rechts. Komm, lenken, Lydia, lenken. Fahrstreifenwechsel mit einem 18-Meter-LKW. Immer Step by Step rüber mit dem Anhänger, okay? Schön ruhig und sinnig. Immer gucken. Und den Anhänger jetzt in sich gerade halten. Beide Spiegel gucken. Und nach rechts lenken. Mehr, 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 mehr. Und jetzt langsam nach links. Nach links. Links-Rechts-Schwäche, wa? Ja. Und wieder gerade. Und stopp. So. Wie ist das Befinden das erste Mal rückwärts? Nee, lief gut. Ja? Ich fand das lief gut. Und der letzte Step wäre dann, das machen wir dann zur Prüfung hin, Perfektionstraining, bei einer Rampe mit zwei Pollern. Da musst du okay, den Anhänger dass ich da genau, zwischen, ne, zwischen zwei Schienen. Ich fand auch jetzt rückwärts fahren, ich fand das lief gut. Ja, fürs erste Mal war das okay. Steigerungsmöglich. Kriegen wir hin. Das hört sich so an, als ob das so schlecht war. Nein, ich meine ja nur. Ne? Nach unten ist auch kein Platz mehr. Ne? Also nach oben kann immer noch besser werden. Ja. Auf kürzerer Distanz dann auch. Aber da musst du schon richtig rühren dann da oben. Aber das machen ja wir noch. Die Basics, das passt soweit. Bevor es zum eigenen Stand geht, macht Lydia einen Abstecher auf den großen Freimarkt. Einmal am Tag besucht sie die Großeltern und berichtet von ihrer Imbisspremiere. Na? Hallo. Hallo, Lydia. Na? Alles gut? Oh, hallo. Wie war die Fahrstunde? Ja, wie war die Fahrstunde? Ja, war gut. Ich habe jetzt so rückwärtsfahren geübt und auch, dass ich das so versetze, den ach Anhänger. So, ja. Das musst du ja auch alles können, wenn du hier auf dem Platz rangierst. Ne? Aber das Oma Petra und Opa Ralf haben ihre ganz eigenen Hoffnungen Lydias Zukunft betreffend. Wir möchten ganz gerne, muss ich sagen, weil wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, wir machen das vielleicht noch ein paar Jahre, wir möchten ganz gerne, dass sie bei uns hier mit eine Firma reingeht. Ne? Aber da ist sie noch, sie hat ja auch ihr eigenes Geschäft schon. Nicht? Sie hat ja diese vegetarische Sache. Und wir müssen mal schauen, was die Zukunft gibt. Schön. Gut. Fünf Übungsstunden noch, dann kann Lydia ihre Führerscheinprüfung ablegen. Der nächste Schritt Richtung Schausteller-Selbstständigkeit. Endspurt auf dem Freimarkt. Letzter Tag. Lydias letzte Chance, sich zu beweisen. Nur wer erfolgreich ist, darf wiederkommen. Bitte schön, wer bekommt denn noch? Ich weiß gar nicht, wer zuerst dran ist. Kiki, einmal umdrehen bitte mit Bedienen. Einmal umdrehen und mit Bedienen bitte. Klare Ansagen. Helfer Kiki und Kollege Max müssen mitziehen. So, hier vorne einmal. Letzter Tag ist natürlich immer was ganz Besonderes, weil man natürlich auch gucken muss, passt das alles mit der Ware. Heute Abend ist noch Abbau, das ist natürlich auch immer noch mal
extra Arbeit, die da auf einen zukommt. Und man hofft natürlich auch, dass alles klappt. Und hinzu kommt jetzt dieses Jahr auf dem Freimarkt, dass heute in der Innenstadt auch noch verkaufsoffener Sonntag ist. Das heißt, hier sind von Haus aus schon mal sehr viel mehr Menschen, als es normalerweise der Fall wäre. Lydia und ihre Mutter hatten für heute 20 extra Kilo Champignons geordert. Champignon läuft heute echt besser als die letzten Tage. Was ein bisschen schwierig ist, weil wir haben nicht mehr so viele, aber es wird schon. Bitte schön, was darf sein? Und es ist gerade mal Mittagszeit. Das Problem, die Zusatzlieferung Champignons ist nicht gekommen. Ausgerechnet am Abschlusstag. Ja, ich habe keine Zwiebeln mehr. Ich habe heute Morgen alles schon rübergegeben. Wie viele Champignons hast du denn noch? Weiß ich nicht. Und rechtzeitig Bescheid sagen, wenn das weniger wird, dann mache ich Ausverkauf mit Champignons. Wahrscheinlich habe ich nicht mehr so viele. Muss man eben einmal reingucken. Ja. Champignons und Zwiebeln sind die beiden einzigen Waren, die Mutter und Tochter parallel anbieten. Für beide wird es knapp heute. Ich bin eigentlich, also vor allem meine Mutter ist extrem gut darin zu kalkulieren, was man so braucht. Ja, das ist jetzt einfach unglückliche Situation. Wie die einzelnen Buden laufen und ob die Betreiber sich angemessen präsentieren, beobachten Mitarbeitende der Marktaufsicht. Unter die Besucher gemischt. Von morgens bis abends. Lydias Vegan-Angebot scheint sich inzwischen herumgesprochen zu haben. Ich habe schon das Gefühl, dass ein paar Leute sich das gemerkt haben, dass es hier lecker ist und dann gerne wiederkommen. Von Stammkundschaft weiß ich noch nicht, ob man reden kann, aber auf jeden Fall wiederkomme. 20.30 Uhr. Helfer Kiki checkt den Kühlcontainer. Reste gehen am letzten Tag traditionsgemäß ans Bremer Foodsharing. Die Jungs können gleich schon mal die Tische wegpacken und Tischdecken und so weiter abräumen. Nach 17 Tagen, letzte Standabnahme von Mama Bettina. Ja. Wir sind erstmal stolz auf sie, dass sie durchgehalten hat, dass sie das auch so toll und ordentlich alles gemacht hat. Und sind auch alle ganz froh, dass heute jetzt auch der letzte Tag ist. Und war ganz gut heute? Ja. Heute war es nochmal ein bisschen, ne? Schon, hat schon ein bisschen geknallt, muss ich sagen. Ja, der verkaufsoffene Sonntag bringt immer viel in der Stadt, ne? Ja. Alles klar. Gudi, bis später. Bis später. Tschüss. Ciao. Punktlandung auch für Lydias Pilzproblem. Die letzte Portion geht mit der letzten Bestellung raus. Ja, es wird jetzt eine extra große. Was ich hier jetzt auf jeden Fall gelernt habe, ist, ich hatte bisher in der Vergangenheit wirklich Glück mit meinen Plätzen, die ich so hatte. Aber teilen Sie sich ja auch, ne? Dann ist das ja auch, sehen Sie, haben wir doch alle gewonnen. Das war jetzt hier dieses Mal ein bisschen anders. Ich hatte es mir ein bisschen besser erhofft. Ich freue mich sehr, wenn ich nächstes Jahr wiederkommen darf, falls ich wiederkommen darf. Und dann müssen wir mal gucken, was so in der nächsten Zeit auf mich zukommt. Ups. Standmiete, Personal und Warenkosten hat Lydia wieder reinbekommen. Ob sich die Vegan-Premiere für sie als Chefin ausgezahlt hat, wird sie im kommenden Jahr merken. Bei ihrer nächsten Freimarktbewerbung.